Ich möchte heute euer Wissen zu den verschiedensten Packs für Die Sims 4 auf die Probe stellen, von denen es insgesamt schon 70 Stück für den aktuellsten Teil der Reihe gibt. Wir beginnen mit einer Frage, die sich an sich recht einfach beantworten lässt, wenn man schon länger bei Die Sims 4 mit dabei ist. Aber auch neue Spieler könnten es wissen. Mit welchen Packs sind eigentlich die Grundstücksmerkmale ins Spiel gekommen? Im Nachhinein ist es mir beinahe ein Rätsel, wie diese eigentlich sehr gute Idee und quasi der nächste logische Schritt nach den Merkmalen bei den Sims nicht schon mit einem vorherigen Simster ins Spiel gekommen ist. Dieses Feature kam mit dem Großstadtleben-Erweiterungspack. Als nächstes eine Frage, die wahrscheinlich Simmer, die viel im Baumodus unterwegs sind, recht gut beantworten können. Ihr habt vermutlich alle schon mal diesen bunten Sessel in den verschiedensten leuchtenden Farben gesehen, aber auch hier die Frage, aus welchem Pack stammt dieser? Nach der klaren Frage folgt die mindestens genauso eindeutige Antwort. Der Inselliebe Zweisitzer stammt aus dem Heimkino-Accessoire-Pack. Vielleicht habt ihr das aber auch schon am Boohoo-Schickstil erkannt, welcher sich auch durch das restliche Pack zieht. Es wird tierisch, neben den verschiedensten Vierbeinern mit den unterschiedlichsten Fellvariationen hat es auch eine ganz besondere Kreatur in Die Sims 4 geschafft, das Monster Emily. Die Frage auch hier, mit welchem Pack kam Emily ins Spiel? Das war wahrscheinlich etwas kniffliger. Emily lässt sich in der Inselregion von Windenburg aus Zeit für Freunde auffinden. Vom Live-Gameplay rein in den Erstelle ein Sim. Was glaubt ihr, aus welchem Pack stammt eigentlich dieses Oberteil? Das Aussehen passt perfekt zum Titel des Packs. Diese Jacke stammt aus dem coole Küchenaccessoire-Pack. Das ist aber ehrlich gesagt auch etwas schwer, so viele Jacken, wie wir bereits im Spiel in diesem Stil haben. Alle Sims brauchen einen Beruf, um Simoleons nach Hause bringen zu können. So funktioniert die Welt nun mal. Mit einem Pack konnten wir nun ebenfalls neue Gelegenheitsjobs im Spiel annehmen, um auch mit wenig Zeit flexibel arbeiten zu können. Mit welchem Pack aber konnten wir dieses Feature nutzen? Inselfreunde kennen die Teilzeitjobs vielleicht, denn dieses Feature kam mit dem Inselleben-Erweiterungspack ins Spiel. Eigentlich total witzig, da im ersten Moment Solani und Arbeit nur begrenzt etwas miteinander zu tun haben. Was man für viele Berufe braucht, sind eigene Fähigkeiten. So gibt es auch innerhalb von Die Sims 4 eine Backenfähigkeit, mit der verschiedenste Teigkreationen hergestellt werden können. Mit welchem Pack kam diese? Bis heute gibt es einige Gerichte, die fälschlicherweise immer noch in der Kochen- und nicht in der mit der Fähigkeit verknüpften Backen-Kategorie einsortiert wurden. Diese kam mit dem An-die-Arbeit-Erweiterungspack. Wie fandet ihr mein kleines Quiz? Wie viele Fragen konntet ihr richtig beantworten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.